Ja, hi, hier ist Olli von Session und diesmal in guten Städten auf dem Ibanez Guitar Festival. Und ich habe mir gleich mal Manuel geschnappt. Ihn kennt ihr ja schon als Produktspezialisten von den ganzen Produktvideos, die wir für Ibanez drehen. Auch auf der Messe haben wir ihn immer wieder vor der Kamera. Super geil. Hallo Manuel. Hi Olli, hallo. Hi. Herzlich willkommen. Alles cool. Wir haben hier eine richtig schöne große Ibanez Vintage Ausstellung, beginnend hier vorne ab den 60er Jahren. Wollte ich gerade fragen, weil hier hängt alles voller alter Gitarren. Ja, also viele alte Schätzchen, sage ich mal, aus der Meinl-Sammlung. Und mein Kollege, der Daniel, ist hier nebenan. Nein. Der hat das Ganze mit organisiert, sage ich jetzt mal, und der ist da eigentlich mehr im Thema. Da gebe ich einfach mal an ihn weiter und er erzählt euch zu den verschiedenen Epochen einfach ein bisschen was. Super, klasse Idee. Wird es eine Wanderausstellung? Ja, sozusagen. Ja, nee, eine richtige Wanderausstellung nicht, aber nebenan in unserem Showroom wandert die Ausstellung in diesem Fall wirklich einmal für ein paar Wochen nach nebenan, sage ich jetzt mal. Und nach dem Festival, ein, zwei Wochen später, denke ich mal, so lange werden wir brauchen wahrscheinlich. Und dann wird die da auch 6-8 Wochen bestehen bleiben. Also da können dann auch noch sämtliche Kunden gerne vorbeikommen und sich das reinziehen, die nicht auf dem Festival sind. Okay, die ganzen Fans, die kein Ticket ergattern konnten, die sozusagen, haben dann die Möglichkeit, die Ausstellung nochmal zu sehen. Genau, die sind dann auf jeden Fall herzlich willkommen, wird ein paar Wochen bestehen, die Ausstellung. Ja, hier ist er schon, der Daniel. Ich habe mir jetzt mal geschnappt und er hat mir von erzählt, er hat sich durch den ganzen Wust der Ibanez-Sammlung gewühlt und das war der Knaller, oder? Auf jeden Fall. Also eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wir haben über 2000 Instrumente gehabt und da mal zu schauen, was so in den ganzen Koffern für Schätze warten, das war ein echtes Erlebnis. Und ja, die schönsten Exponate haben wir jetzt hier zur Vintage-Ausstellung einfach an die Wände gepackt. Ja. Also ich habe schon sehr, sehr oft von dieser berühmten Meinl-Ausstellung gehört und ich habe mich immer gewundert, was sind das für Sachen, und es hieß ja immer, er hat von jedem Modell eine Gitarre vorrätig, die ungespielt ist und so weiter. Was ist da dran? So ungefähr. Also so ungefähr ist es. So in den 70er Jahren hat dann der Sohn vom Firmengründer, Reinhold Meinl, angefangen, sich eigentlich von jeder Gitarre immer ein Exemplar zurückzulegen. Und das ist mittlerweile zu einer ziemlich illustren Sammlung angewachsen. Also sehr, sehr beeindruckend. Ja, also da geht es dann schon um Paletten und Lager. Ja. Wir haben ja zum Glück ein sehr, sehr großes Lager hier und da liegen die ganzen Schätze auch beheimatet. Genau, das ist also nicht mehr anders zu handeln. Nee, auf keinen Fall. Genau. Also was mich gewundert hat, also ich meine, was ich wusste, ist natürlich, dass halt Ibanez sehr früh angefangen hat, Gitarren zu bauen, nicht erst in den 80ern. Ich meine, ja, 80ern ist halt Ibanez sehr bekannt geworden, aber genau, hat sich in den 70ern schon einen großen Namen gemacht durch das Kopieren von sehr, sehr bekannten Gitarren. Da kann man ja sagen, auf jeden Fall. Gibson Fender war damals groß. Ne? Genau, hat sich Ibanez gedacht, komm, wir können das auch. Ja? Definitiv. Aber als ich hier reingekommen bin, habe ich gesehen, 1963. Genau. Das ist natürlich der Knaller. Das wusste ich nicht, dass sie da schon angefangen haben. Definitiv. Ja. Also 1963 hat die Firma Meinl begonnen, Gitarren zu importieren. Damals war die elektrische Gitarre einfach ein ganz, ganz heißes Thema. Und der Firmengründer Roland Meinl ist damals rangetreten an Hoshino und hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Ihr baut Gitarren, können wir die nicht importieren und auf dem deutschen Markt verkaufen? Und interessanterweise war das 1963, aber angefangen haben die Hoshinos schon 1929 mit dem Bau von Gitarren. Die hießen damals noch Salvador Ibanez, waren so ein bisschen spanisch angehauchte Klassikgitarren. Und so diese ganze elektrische Schiene, die ist dann so in den Folgejahren einfach gewachsen. Und die zwei, die man hier sieht, das sind so die ersten Exemplare, die wir hier wirklich in der Firma noch im Archiv finden konnten. Das ist Wahnsinn, weil aus diesen Jahren sind ja normalerweise die ganzen Vintage-Gitarren schon sehr, sehr wertvoll da, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind hier auch zwei Golden Tone Arctop Modelle, also richtig schöne Instrumente, noch ohne, teilweise ohne Kopfplattenaufschrift, aber schon sehr, sehr typische Geschichten, wie zum Beispiel dieses Ibanez I, was man sieht, hinten am Bixby Trem. Und ist eigentlich mal ein ganz netter Eindruck und ein nettes Zeugnis der Zeitgeschichte einfach damals. Also die Instrumente wurden einfach kopiert und gebaut. Man hat sich da jetzt gar nicht so strikt dran gehalten, wie andere Instrumente gebaut werden, sondern hat einfach mal losgemacht und hat einfach mal geschaut, was können wir einfach bauen und was kauft der Markt. Spannende Teile, ja. Jo, hier sind wir jetzt direkt schon vor den besagten Kopien der US-amerikanischen Hersteller. Ich meine, Fender und Gibson, man kann es ja ruhig sagen. Ja, auf klar. Jeden Fall, ja. Ich meine, die haben sich jetzt ja nicht lange gefallen lassen, die Jungs, gell? Na, bis ungefähr 75, 76. Danach sind sie auf den Plan getreten und haben Ibanez richtig hart rangenommen, beziehungsweise Hoshino. Und man muss da einfach unterscheiden. Es gibt hier, sieht man die Modelle dieser sogenannten Pre-Lawsuit-Era, also quasi der Zeit, in der Ibanez oder Hoshino einfach schamlos kopiert hat und das richtig gut gemacht hat. Und irgendwann wurden die Gitarren einfach qualitativ so gut und waren so nah dran an den Originalen, dass die US-Hersteller einfach keine andere Wahl hatten, als zu sagen, Freunde, wie sieht das aus? So ganz läuft das nicht. Wir haben Patente auf bestimmte Sachen. Ja. Zum Beispiel diesen Open Book Headstock, die typische Gibson-Kopfplatte, die man kennt. Und ab dem Zeitpunkt musste sich Ibanez dann einfach was Neues einfallen lassen. Und da kamen dann ein paar nette Produktentwicklungen
raus. Er lag natürlich auch daran, in den Jahren, ne? Also Mitte der 70er hat Fender und Gibson natürlich nicht die besten Gitarren gebaut. Ja? Definitiv. Insofern war das Feld natürlich frei für Ibanez. Aber das sind auf jeden Fall echt gesuchte Sammlerstücke, weil ja. Teilweise diese Gitarren wirklich eine Qualität erreichen, die am großen US-Original schon sehr, sehr nah dran ist. Ja. Und man sieht es ja hier auch, es wurde ja quasi aus allen Bereichen kopiert. Also sei es jetzt Dan Armstrong Plexi, genau. Oder ein Beatles Bass oder selbst eine Gibson SG Double Neck. Double Neck wurde kopiert, genau. Das ist schon sehr, sehr geil. Eine richtige SG, aber es ist schon heftig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja. Sieht sehr gut aus, ist vor allen Dingen mittlerweile dann optisch auch sehr, sehr nah dran am Original, muss man auch klar so sagen. Ja. Und ist, denke ich, ein netter Überblick über die Palette, was damals einfach so kopiert wurde. Genau. Weiter geht's dann hier drüben bei der 74 bis 77. Ich meine, hier sehe ich ja sogar Gitarren, die es von Gibson schon fast gar nicht mehr gibt. Ja, ja, genau. Das ist die, ich glaube, bei Gibson hieß das Modell die Moderne. Die Moderne, genau. Genau, bei Ibanez ist es die Futura. Natürlich auch noch andere Formen. Wir sehen hier zum Beispiel die Custom Agent. Ibanez Custom, wo dann wirklich schon die Gibson-Kopfplatte ein bisschen abgewandelt wurde und wo man das Ganze einfach noch ein bisschen künstlerischer gestaltet hat, um da so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal wieder zu haben. Und natürlich auch Strat-Kopien, die sind ja mehr oder weniger sehr, sehr nah dran am Original und spiegeln so ein bisschen den Zeitgeist wieder, einfach was 74 bis 77 gespielt wurde. Und die Instrumente sind ja dann aufgrund, ich sag mal, des Mangels an US-Originalen und auch aufgrund der hohen Preise dann auch sehr, sehr stark nach Deutschland gekommen. Also ich kenne viele Künstler aus den 70er Jahren, die genau solche Ibanez-Gitarren noch zu Hause stehen und die da auch noch total drauf stehen. Also die Gitarren haben richtig gutes Mojo, klingt gut, gutes Holz. Ja, genau. Also ich hab noch einen Bekannten, der hat so eine Flying V. Das ist der Knaller. Die Dinger klingen so holzig und also unfassbar. Also ich meine, macht natürlich auch das Alter eine Rolle. Die Dinger wurden gespielt und so weiter. Ne? Aber es ist natürlich, ich meine, vom Preis her waren die ja bei weniger als der Hälfte, ne, vom Original. Definitiv, sagen, definitiv. Ja. Teilweise sogar noch deutlich drunter war natürlich dann preis-leistungstechnisch ein absoluter Knaller. Ja. Und das ist was Hoshino und auch Ibanez einfach die Marke stets beibehalten hat. Also, ja. Gut, hier sehe ich jetzt einen Rickenbacker-Bass, ne? Im Prinzip, ne? Das ist voll der heftig. Ja, genau, also sowohl der Bass als auch die passende Gitarre dazu, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, Les Paul-Copies, Strat-Copies, also so die 70er Jahre, das war echt eine Phase, wo man einfach schamlos kopiert hat und das richtig, richtig gut gemacht hat. Ja. Und das sind tolle Instrumente, also man kann ja mal den Test machen. Ja, da geht schon was. Das klingt wie eine alte Strat. Auf jeden Fall, also da sind wir nicht weit weg vom Original. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Okay, das ging dann bis 77, hast du gesagt, dann ging es auf den NEM rund. Dann ging es auf den NEM rund. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, genau. Ja. Und mehr oder weniger hat sich dann Hoshino dazu genötigt gefühlt, einfach die Gitarren ein bisschen anders zu bauen. Und das war eigentlich der Startschuss dann wirklich für Ibanez als eigene Marke mit eigenen Korpusdesigns, eigenen Kopfplatten etc. Genau. Das wird wahrscheinlich hier sein, ne? Genau, das ist dann, kommen wir dann hier schon wieder in die Richtung. Das Jahr 77 markiert ein sehr, sehr spannendes Jahr, weil da ist George Benson das allererste Mal auf den Plan getreten. Er war damals ein ziemlich angesagter Jazz-Virtuose und viele Firmen haben einfach versucht, ihm ein Instrument zu bauen und Ibanez hat es letztlich geschafft und das ist die GB10, die damals rausgekommen ist und eigentlich das allererste Signature-Instrument war von Ibanez. Und er ist immer noch dabei. Und er ist immer noch dabei. Also ist, glaube ich, einer der längsten Endorser, die es gibt. Ja, definitiv. Aber das ist auch eine Sache, die fällt mir sowieso auf, dass Leute lange, lange bei der Firma bleiben. Ja. Also nicht dieses Rumgehüpfe. Genau, so, ja. Also Hoshino als Familienunternehmen. Völlig egal, wo man hinschaut. Ne? Genau, Ich meine, Steve Vai, Satriani kennt man ja, Paul Gilbert auch und so, aber die bleiben dabei, ne? Definitiv. Auch hier eher, ne? Definitiv, ja. Also Hoshino ist halt einfach ein Familienunternehmen, die sehr, sehr eng auch mit den Künstlern zusammenarbeiten und die das pflegen und wo halt dieses Gearhopping eigentlich nicht so angesagt ist, sondern man will mit den Leuten langfristig zusammenarbeiten und hat immer ein offenes Ohr. Ja, also. Ja, hier wird es jetzt langsam innovativ. Ne? Ich meine, hier sind wir jetzt schon bei den 80ern und wie du schon gesagt hast, die eigene Modellpflege wird betrieben. Definitiv. Mhm. Also man kopiert natürlich nach wie vor immer noch auch andere, ja, angesagte Gitarrenformen, aber dann mit einem anderen Headstock und vielleicht auch mit leicht verändertem Design. Der größere Sprung jedoch, der passiert einfach in Form von Neuentwicklung von Modellen. Vorrangig hat man den Musician Bass, der damals rausgekommen ist, der von Leuten wie Sting und auch anderen großen Künstlern sofort ins Herz geschlossen wurde mit unglaublich vielfältigen Schaltoptionen, eine absolut stabile Konstruktion, einen richtig geilen Klang, gebaut wie ein Tank, also wirklich ein heißes Teil. Und für die Sechsseiter-Fraktion gab es dann die Musician-Modelle und die sind ein bisschen klassischer orientiert, optisch sehr, sehr fein, meist mit einem schicken Holz versehen, auch ganz ausgefeilte Möglichkeiten, die Tonabnehmer zu schalten. Ja, optischen Knaller, soundmäßigen Knaller und da gab es viele ausgefallene Modelle, die dann beispielsweise auch schon so abgefahrene Inlays und Kopfplatteneinlagen gefeatured haben. Ist halt so typisch 70er
70er bis 80er, wo man viel mit Pickups, mit Pickup-Schaltungen experimentiert hat und auch viel gebastelt hat einfach. Ne? Also weg von diesem puristischen Ansatz nach dem Motto, ich habe jetzt nur eine Strat oder nur eine Les Paul, sondern nach dem Motto, was gibt's noch, was man da innovativ verändern kann und womit man die Soundsuche vorantreiben kann. Ne? Das ist absolut richtig, ja. Absolut richtig. Ja, die Musiker haben damals nach allen Möglichkeiten gesucht, einfach das volle Klangpotenzial von der Gitarre abzuschöpfen. Und Hoshino als Hersteller war da immer nah am Puls der Zeit und hat einfach ein Ohr gehabt für die Bedürfnisse der Musiker und hat dann einfach die Schaltung gebaut, die nachgefragt wurden. Ob das jetzt optisch heute noch en vogue ist, sei mal dahingestellt, aber damals zu der Zeit war es ein absoluter Knaller. Und Leute wie Lee Ritenour, Sting, Joe Pass und viele, viele andere Endorser sind einfach damals wirklich ganz heiß gewesen, genau solche Instrumente zu spielen. Und das ist cooles Zeug. Genau. Jo, so langsam sind wir jetzt schon bei eigenen Modellen. Definitiv. Ne? Hab schon gesehen, hier gibt es jetzt hier die Iceman, das erste Mal eingeführt 1982, ne? Um den Dreh, genau, ja, 1982 genau. In einer ganz, ganz breiten Palette, also von der IC50, die eine ganz, ganz einfache Iceman war, in einem schicken Babyblau, bis hin dann zu einer IC400, die dann in so einem schicken Sunburst kam und schon sehr, sehr edel aussah. Und Iceman natürlich eines der ersten originalen Designs von Ibanez, was richtig, richtig gut angekommen ist. Sehr, sehr bekannt durch Paul Stanley von KISS. Definitiv, ja, Paul absolut, Stanley. Ja. Und ist nach wie vor ein Liebling. Also wenn man unter 100 Ibanez-Fans fragen würde, würden wahrscheinlich immer noch 25% sagen, Iceman, das ist genau mein Ding. Wo du wieder siehst, dass das hat eine geile Form, einfach Mojo bringt. Ne? Definitiv, sagt, definitiv. Ist, ne? Ja, definitiv. Das ist das, worauf die Leute stehen. Genauso eine, ey, spielen eine Flying V, spielen eine Explorer. Ne? Hier siehst du ja auch wieder die Form. Ne? Genau. Und hier gibt es die Destroyer, auch in einem neuen Design? Genau, ja, die ein bisschen reduzierter in Schwarz, ja. mit drei Humbuckern, was damals dann auch schon wieder ein bisschen so dem Zeitgeist entsprach. Natürlich auch die Rock'n'Roll, also eine nette V-Interpretation, das war damals auch angesagt. Also man sieht schon so ein bisschen, dass auch diese Trends, dass die klassischen Gitarrenformen dann wieder ein bisschen in den Hintergrund treten, dass das einfach auch wiedergespiegelt wurde und dann Hoshino ja den Markt einfach bedient hat und den Gitarristen das gegeben hat, was sie wollten, nämlich die in der Form ausgefallene Gitarren, gut verarbeitet, mit gutem Klang und ja, das war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Wie zum Beispiel auch hier, ne? Ein Humbucker, Bolt-on, Vibrato, ne? Auch eine schöne Zeit. Definitiv. Heutzutage wird sich sowas mit Sicherheit schon wieder super verkaufen. Ja. Muss man mal drüber nachdenken. Ja. Jo, nach der Roadster gab es die Roadster. Genau. Ne? Also die erste Superstrat. Ja, und starke Feature durch gute Guitareros. Ja, auf jeden Fall. Adrian Smith von Maiden, Gary Moore. Steve Lukather. Absolut, ganz genau. Definitiv. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. Das ist weggegangen, genau. Das hat damals wirklich voll den Nerv der Zeit getroffen. Ibanez hat ja vorher mit der Gitarre, die habt ihr eben schon im Bild gesehen, ja schon so eine super Strat-Form entwickelt gehabt. Und ja, um 83 rum hat man gesagt, die Serie, die muss jetzt nochmal ausgebaut werden. Das muss heißer werden, das Zeug muss einfach noch cooler aussehen. Und als dann diese neue Roadster-Serie dann mit A geschrieben rauskam, dann ist sie einfach durch die Decke gegangen. Leute wie Moore und Lukather, die haben das Teil gespielt, die klang gut, die ist auf den Bühnen der Welt gewesen. In deinen Videosammlungen hast du bestimmt noch einige Aufnahmen von Künstlern, die Gitarren spielen und das Teil war richtig heiß. Das ist Wahnsinn. Ich erinnere mich noch, bei Musik Schmidt, in meinem alten Laden, hing ein Plakat mit Steve Lukather und der Roadster. Ja. Das hing da einfach. Es war einfach Riesenplak, also Riesenwerbung auch gemacht worden. Ne? Definitiv, definitiv. Und vor allen Dingen wirklich auch heiße Instrumente. Also wir haben selber bei Meinl noch ganz viele Angestellte, die noch Gitarren aus der Zeit zu Hause haben und immer noch spielen, weil das einfach echte Schätze sind. Running Gag ist natürlich in jedem Musikladen, wenn es um Gitarren geht, kann die MIDI. Ja. Genau. Und jetzt sehe ich hier MIDI. Ja, Crossing? Ja, die Crossing, genau. Ja. Das ist ein ganz abgespacedes Modell. Ibanez war eigentlich damals ziemlich Vorreiter in dieser MIDI-Sektion. Und so Mitte der 80er hat man dann die Crossing rausgebracht und eine der ersten MIDI-Gitarren auf den Markt geworfen. Die hat noch ganz abgefahrene Anschlussmöglichkeiten über so Multi-Pin, Scart, sonst was Kabel. War ein tolles Instrument, mit dem man eigentlich springen konnte, von Hafen Sounds bis hin zum feinsten Hard Rock. Aber Ibanez hat dann so ein bisschen den Anschluss einfach verpasst und die Gitarre ist dann nach 2-3 Jahren schon wieder eingestellt worden. War leider der Gitarre war kein großer Erfolg beschert, war aber auch nicht schlimm, denn im gleichen Jahr ist die Proline-Serie auch rausgekommen, das war auch um 85 und da gab es ganz, 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 ganz wesentliche Änderungen, denn da hat man das erste Mal diesen typischen Ibanez-Headstock eingeführt und das ist natürlich eigentlich das Markenzeichen mittlerweile von Ibanez mit diesem Ibanez-Swoosh und also ein ganz, ganz klasse Teil und damals natürlich auch schon so ein bisschen, sieht man ein bisschen dem Glamrock und die ganzen Poser-Stilistik, dass man hier natürlich knallige Farben verwendet hat, Bonbonfarben wie Pink mit Humbucker Single-Coil. Das war Mitte der 80er, war das genauso? Genau das Ding, genau, die Shredder, da ging es dann richtig ab auf den Bühnen, die Hosen konnten nicht enger sein. Absolut. Und da hat Ibanez natürlich auch sowohl für die Bassisten als auch für die Gitarristen einiges im Portfolio gehabt. Was mir bei Ibanez wirklich sehr, sehr krass auffällt, ist,
dass es immer um absolut einzigartige Designs geht, bis zum heutigen Tag. Immer wieder stelle ich fest, wie sind sie jetzt darauf gekommen? Ja? Das heißt, echt wirklich ist so. Ja? Schau dir mal die ganzen Weihsachen an oder einfach immer wieder denkst du so, wie kommen die jetzt auf diese Idee? Ja. Immer wieder neu, wo man gar nicht dran gedacht hat. Genauso, ich meine, hier sieht man so, so die ersten Schritte, ne? Wo man so dran denkt, okay, wie bekommen wir eine aufwendige und unter dem eine auffällige Optik hin? Definitiv, ne? Ja. Aber Hoshino muss da gar nicht selber die grauen Zellen anstrengen, sondern sie haben einfach immer ganz gute Verbindungen zu Leuten, die einfach kreativ sind und die sich damit auskennen. Und hier die Roadster 2 Pro Custom Serie ist so ein Beispiel. Und zwar zum Firmenjubiläum, zum 80. hat Hoshino einfach 100 von diesen Instrumenten an den Nagoya Illustrators Club gegeben. Das war so eine japanische Künstlervereinigung, wo man halt sich frei entfalten konnte. Und die haben die Gitarren gekriegt und haben gesagt, okay, macht damit, was ihr wollt, aber macht sie hübsch. Und dann hat einfach jeder Künstler sich da 2, 3 Instrumente geschnappt und hat die verziert, bemalt, beklebt mit Zeitungen und weiß der Teufel, LEDs eingebaut und sonst was. Also das sind richtig abgefahrene Instrumente und da wurde auch jeder genau nur einmal gebaut. Das ist das Besondere. Das heißt, wer so eine mal irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt findet, die sollte man sich nicht entgehen lassen, weil die ist wirklich einzigartig. Das ist der Wahnsinn. Wir sind also 100 Stück hast du gesagt? 100 Stück, 80 ja, hat man ausgesucht. Ja, 80, ja. 80 ausgesucht ja. Hat zum Jubiläum ja. Einfach, dass man sagt, für jedes Jahr eine Gitarre. Wo die anderen gelandet sind, weiß ich auch nicht, aber irgendwo werden sie wahrscheinlich noch gespielt werden auf der Welt. Oder letztens ist eine in Holland aufgetaucht, hast du gesagt. Ist eine in Holland aufgetaucht, genau. Ja. Also es ist ganz verrückt, wie gesagt, die sind wahrscheinlich überall auf der Welt verteilt. Tolle Teile. Ja, wo wir schon bei abgefahrenen Lackierungen sind, geht es jetzt natürlich weiter. Ne? Ich meine, Steve Vai kommt gleich, aber vorher... Vorher haben wir noch Winger. Ja, die Winger. Rap Beach vielmehr. Rap Beach Signature-Gitarre. Normalerweise hat er ja ein bisschen anderes Korpus-Design, aber die WRP3, die ist in ganz kleinen Stückzahlen auch veröffentlicht worden im Jahr 1990. Und das ist natürlich ein heißes Teil. Also die Korpusform ist eine Mischung aus ganz, ganz verschiedenen Designs. Ein bisschen Explorer drin, vielleicht ein bisschen SG drin. Tolles Teil, sehr, sehr einzigartig. Lackierung natürlich auch sehr, sehr speziell. Und weiter geht es dann im Bereich von Steve Vai, wo es natürlich nie abgefahrener sein kann. Wir haben die Disappearing Pyramid Inlays, wir haben Neon-Lackierung, wir haben hier einen Swirl-Finish bei der Universe Multicolor. Also das sind auch richtig sehenswerte Stücke. Hier jede einzigartig, einfach durch diese Swirl-Lackierung, die dann gemacht wird, indem man den Lack aufträgt auf einer Öloberfläche und dann die Gitarre so durchzieht. Also ein bisschen wie Heimwerken. Ja. Und natürlich auch nicht zu vergessen Paul Stanley. Ja, immer ein guter Ibanez-Endorser gewesen. Und die Gitarren sind immer gut angekommen, weil einfach so diese Mischung aus Schwarz mit Spiegel und viel, viel Bling-Bling gut ankommt. Natürlich bühnentauglich ist, also von der Coverband bis zum Rockstar. Also bei Vai ist es natürlich so, er hat natürlich er hat eine eigene Serie begründet. Ja? Definitiv, genau. Absolut, ne? Das ist natürlich einer der wichtigsten Endorser überhaupt, auch schon ewig dabei. Ja, ja. Hat auch die Firma nie verlassen, fühlt sich da pudelwohl. Definitiv, ja? Weil er auch jeden Wunsch erfüllt bekommt. Ne? Ich hab ein altes Interview von ihm gelesen, da ging es darum, dass er sich Ibanez ausgesucht hat und so weiter, weil die Firma die einzige war, die ihm innerhalb von kürzester Zeit alle Wünsche erfüllt hat. Und er hat davor auch mit anderen Firmen versucht zu arbeiten und es hat immer gehakt und so weiter. Und Jungs haben einfach alles gemacht, wozu er Lust hatte. Ja. Ja, ich meine, die Jam war ja praktisch eine Nachbildung seiner alten Schabel, ne, mit diesem extremen Super Cutaway. Genau, genau. Und so weiter. Er hat gemeint, ey, macht mir einfach eine Gitarre, Humbucker, Single Coil Humbucker. Ja, und zack, war sie da. Und dann ging die Story los. Genau. Witzigerweise war diese klassische RG-Form, die dann Vai begründet hat, gar nicht das Modell, was er bekommen hat. Und zwar die Hoshino-Leute, die haben ihm eine Maxxis unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ja, die haben nie locker gelassen, sondern die haben ständig halt geschaut, wie können sie ihn beeindrucken. Und dann haben sie ihm eine Maxxis in Schlangengrün, Design Schlangengrün mit Pink und haben seine Mutter angerufen und haben gesagt, hey, leg die doch dem Steve mal unter den Weihnachtsbaum. Und ich glaube, diese Einstellung, diese Attitude von Hoshino, die hat ihm dann einfach so gefallen. Und da war er dann so gerührt davon, dass er einfach gesagt hat, das ist es jetzt. Und ja, das Ergebnis ist eines der erfolgreichsten Signature-Instrumente der Welt. Das ist so diese extreme japanische Höflichkeit und zuvor. Kommen, ne? Also, definitiv. Ist, genau, das mögen die Amis ja. Genau. Gut, hier geht's weiter mit Steve Vai. Das hier ist, das ist kein Steve Vai-Modell, sondern das ist eigentlich eine RG 550 Serpent, die ja momentan ich ehrlich gesagt gar nicht erklären kann, wie die in unsere Sammlung kommt. Keine Ahnung, Tree of Life hat sich ersetzt durch eine Schlange. Genau, ja. Snake Inlay. Ja. Tolles Teil, das ist aber auch so ein Modell, wo ich jetzt ehrlich gesagt die Herkunft und die Irrungen und Wirrungen, wie die zu uns gekommen ist, eigentlich gar nicht erklären kann. Aber auf jeden Fall ein tolles Teil, deshalb zeigen wir sie auch. Genau, aber hier haben wir zum Beispiel jetzt hier schon eine RG, ne? Oder genau. Eine G670. Ja, ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Falsch, okay, genau. Ja, genau, das ist eine RG670, genauso Laser Blue, das ist natürlich schon wieder die Shred-Fraktion. Frank and Bale,
Auch noch ein wichtiger Endorser, der hier aufgeführt ist mit seinen eigenen Modellen. Der war ja so einer der allerersten, der diese S-Modelle einfach gefeatured hat. Die Saber. Genau, diese Saber-Modelle, die vom Korpus her sehr, sehr dünn sind, trotzdem einen relativ fetten Klang haben aufgrund der Holzbasis. Und ja, also von der Ergonomie her heiße Teile, nicht jedermanns Geschmack, aber... Aber leicht zu spielen, leicht zu tragen. Ideal für den Gitarristen, der irgendwie 3-4 Stunden auf der Bühne steht und ein Set von 100 Songs abliefert. Genau. Genau. Hier gibt es auch die ersten Edge-Vibratos, ne? Auch halt mit Weih gekommen. Hm? Genau, die sind mit der Jam mehr oder weniger eingeführt worden und sind dann auch weiterentwickelt worden. Und man hatte da am Anfang ein paar Probleme, aber mittlerweile ist das eigentlich zum Standard avanciert. Und diese Edge-Tremolos, die sind 20 Jahre alt und nach wie vor eigentlich das Angesagteste, wenn man ein Shredder ist, was man haben kann. Da gab es ein Riesengetöse, als bei den ersten grünen Jams dieser Bügel über dem Vibrato war. Ja, weißt das ist noch? Richtig. Ja, genau. Die hatten, so die ersten 777 waren ja handsigniert. Genau. Ja, und dann gab es hinten die Bügel drauf und Floyd Rose hat da gesagt, ihr könnt doch nicht meinen Floyd Rose schlecht machen, nach dem Motto, wenn man die scheiß Bügel nicht hat, kann man meinen Floyd Rose nicht spielen. Ich meine, das war seine Erfindung. Ja, das ist richtig. Und da hat es richtig gerumpelt. Das ist eine interessante Geschichte und es gibt ja hunderte Geschichten zu Steve Vai und zu diesen ganzen Instrumenten, aber ich sag mal, als Vordenker ist man natürlich, läuft man immer so ein bisschen in Gefahr, dass man irgendwelche Patente verletzt und sich mit anderen Leuten verscherzt, aber ich sag mal, Ibanez war da clever genug, ihm eine eigene Lösungen zusammen zu schustern, die einfach für ihn funktioniert hat und auch die seinen Musikstil geprägt hat. Das ist halt Rock'n'Roll. Genau. Hier wird es wieder klassischer. Ne? Eben war es noch sehr bunt. Ja? Genau. Jetzt wird es wieder klassischer. Starfield, ja, eigener Name, denn Ibanez wollte damals das coole Rock-Image, was man sich aufgebaut hatte, nicht verwässern und hat dann einfach den Namen Starfield eingeführt. Die wurden entweder in Amerika gebaut oder in Korea. Das waren Gitarren, die halt wirklich klassisch orientiert sind, entweder im Teledesign, in Form von der Cabriolet-Reihe oder halt im eher Stratocaster-orientierten Design, das war dann die Altair-Serie. Sehr schöne Gitarren, alle Bolt-On, eher an die klassisch orientierten Gitarristen, weniger an die Shredder und an die Flitzefinger gerichtet, und aber sehr, sehr hübsch. Ein bisschen abgespaced, vielleicht vom Kopfplattendesign, ist gar nicht so lange gelaufen. Die Serie ist von 91 bis 95 nur gelaufen, sind also auch relativ rare Modelle. Und sollte man mal ausprobiert haben als Ibanez-Fan. Der Ansatz ist ja wieder klar, ne? Man will sich halt breit aufstellen. Ne? Man hat die Shredder und die Rocker auf seiner Seite und sagt sich jetzt, ey, wie sieht's aus, wollen wir die anderen nicht auch noch bekommen? Und schon macht man eine neue Serie. Das ist halt, Ibanez ist sich dafür keine Innovation oder keinen Weg dann... Schade, machen es einfach. Ne? Definitiv. Und vor allem, man macht einfach mit den Gitarren alles, was man kann. Also wir haben hier bei den Cabriolet-Modellen oder bei den Altair-Modellen Lipstick-Tonabnehmer drin, wir haben Single-Coil-Tonabnehmer drin von Seymour Duncan, wir haben Doppel-Humbucker-Variationen. Also man hat einfach wirklich versucht, wirklich alle Musiker damit zu erreichen, die man treffen kann. Und die Serie war an sich ziemlich beliebt. Also ich weiß, glaube ich, Kurt Cobain hat es unter anderem gespielt, Richie Kotzen, glaube ich, auch eine Zeit lang. Aber irgendwie hat es sich dann am Markt so beim Endkunden nicht so richtig durchgesetzt, obwohl die Artists die Geschichte eigentlich gemocht haben. Ja. Gut, jetzt sind wir schon so weit in der Historie, dass es schon um Reissue-Modelle geht. Ne? Das ist unfassbar, ja? Es klingt lustig, aber es ist tatsächlich so. Also Mitte der 90er war dann einfach die Nachfrage schon wieder ziemlich groß und man hat dann einfach gesagt, okay, wenn wir so alte Klassiker haben, sollten wir mit diesem Fund auch wuchern, und hat dann beispielsweise hier diese alten Bob Wire Signature-Modelle wieder aufgelegt. Die kamen sehr, sehr gut an und die sind ja heutzutage, die werden ja auch nach wie vor regelmäßig aufgelegt. Also das sind einfach Geschichten, das ist so ein Ibanez-Original, was wahrscheinlich in 50 Jahren auch wieder aufgelegt werden wird. Sehr, sehr cool. Man hat natürlich neben diesem alten Kram, in Anführungsstrichen, auch die Moderne nicht vergessen und hat dann beispielsweise Leuten wie Red Beach oder auch Steve Vai einfach neue, heiße Signature-Modelle auf den Leib geschneidert. Eine der bekanntesten ist sicherlich die Floral Pattern von Steve Vai. Die Legende besagt ja, dass das irgendwelche Wohnzimmervorhänge von ihm sind, die man dann hier auf die Gitarre gespannt hat. Wenn man ganz, ganz nah rangeht, sieht man auch, dass... Also das ist so, weil ich habe eine und die hat eine dermaßen tiefe Macke hier, dass du den Stoff siehst. Okay, das ist so, also kann ich dir versichern. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie bei Steve Vai das Wohn- oder Schlafzimmer aussieht. Ach so, genau. Aber es ist auf jeden Fall echter Stoff. Wobei wir wieder dabei sind, dass die Jungs sich einfach immer was Neues einfallen lassen. Ich meine, wer würde Stoff auf eine Gitarre kleben? Ja, das ist und auch noch so Gardinenstoff, ja. Das ist schon verrückt. Ich würde sagen, kann wahrscheinlich nicht jeder tragen, so ein Design, aber für Steve Vai passt es. Ja, genau, macht einen schlanken Fuß. Ja. Ja, die Farben nehmen kein Ende. Ja, absolut. Also das ist eine meiner Lieblingsjams hier. Ja, die zum, wie viel Geburtstag? Zum 10. Genau, 10th Anniversary, also ergo 1997 rausgekommen. Tolles Teil mit einer gravierten Platte. Die sind auch alle einzeln durchnummeriert. Man sieht das hier an der Seriennummer ganz, ganz schön. Schickes Teil. Nicht ganz so farbenfroh, wie du jetzt vielleicht angekündigt hast, aber natürlich sehr, sehr edel wirken, ne? Mit einem fetten Binding rundherum, Tree of Life Inlay, also das war definitiv auch nach Steve Vai's Geschmack, weil extravaganter geht es kaum. Was mich sehr freut, ist, dass das nachher auch für die Universe genommen wurde, das Design. Ne? Das ist richtig, genau. Ja, und dann haben wir einen neuen Endorser, Dream Theater.
auf jeden Fall große Nummer ja. zu der Zeit. John Petrucci war ganz angesagt und ist es ja auch nach wie vor. Und natürlich wollte er gern Teil dieser Ibanez-Riege sein von Künstlern wie Gilbert, Satriani und auch Vai. Und hat sich da auch eine sehr, sehr abgespacede Gitarre, Signature-Gitarre im Picasso-Design auf dem Leib prallen ja. lassen. Sehr, 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 sehr schick. Einmal schwarz-weiß, einmal in bunt. Es gab da noch ein paar Variationen. Ist ein sehr, sehr tolles Instrument. Schnell zu bespielender Hals, toller Klang. Ja, eigentlich Shredder's Dream, würde ich sagen. Genau. Vor allen Dingen Toggle exakt in Reichweite des Mittelfingers. Ne? Wollte so haben. Das ist der Praktiker. Genau, das ist es ja. Ne? Man sagt einfach, die Jungs machen, was der Künstler will. Genau, ne? Und der Künstler will natürlich möglichst was Bühnentaugliches. Und ja. Das sieht man bei Petrucci. Das Ding ist einfach sehr, sehr praktisch. Ja, da geht wirklich Funktion vor Form. Genau. Okay, hier wieder mal Iceman. Ja, ein sehr, sehr geiles Teil. Rob Zombie-Gitarrist Jay Jünger hat sich damals eine eigene Iceman bauen lassen. Absoluter Hingucker mit diesen Sterninlays, die Farbwahl natürlich auch sehr, sehr speziell, war ein kurzzeitig laufendes Modell bei Ibanez, aber auf jeden Fall eines der optischen Highlights, denke ich, in der Iceman-Palette. Volle Pulle. Kabuki, Rock, Messe, Display. Ja. Habe ich noch nie gesehen, das Teil, noch nie. Ich auch noch nicht. Ich habe es vorher auch nicht gesehen, ist ein Messemodell von 97. Ein sehr, sehr spannendes Teil, weil man hat hier eigentlich an den Hörnern noch ein bisschen was rausgeschabt, hat die Gitarre dann mit so einem Goldlack lackiert und hat dann obendrauf nochmal eine Schicht weißen Lack gemacht. Das ist ein absoluter Hingucker, ist leider nie in Serie gegangen, was ich sehr bedauere, aber ein tolles Teil. Ich weiß leider nicht, was Kabuki heißt, da müssen wir unsere Freunde von Oshino nochmal fragen, was da der genaue Hintergrund ist, aber das Teil war auf der Messe ein großer Hingucker und ich hätte die gerne mal in Serie gesehen. Ja, ja, schon. Klasse. Okay, hier geht's weiter mit John. Oder? Im Prinzip eine Petrucci wieder? Nein, nicht wirklich. Das ist ein J-Custom-Modell und zwar ein Art, sogenanntes Art-Modell. Aber schon wieder werden die Optionen weiter verwendet. Ne? Du hast die beiden Pickups wie bei genau, Petrucci. Genau. Also ja. Ein bisschen so eine Variation des klassischen Petrucci-Designs. Man hat jetzt hier nicht einen Picasso-Finish, sondern hat hier mal ein bisschen anderes Motiv gemacht. Ist wie gesagt gebaut worden im J-Custom-Shop, das heißt von den besten Leuten mit in kleinen Stückzahlen und mit den besten Zutaten. Ein absoluter Hingucker, sehr, sehr geiles Holz und klingt auch sehr, sehr cool. Also wenn man da mal so ein bisschen dran, die röhrt, richtig geil. Jumbo-Bünde drauf, also da ist die Rezeptur für die Flitzefinger eingehalten worden. Also das ist Shredder's Dream. Sind die begehrtesten, ne? J-Custom? Definitiv, schon, ja. Begehrtesten, leider auch die teuersten, ja. Muss man auch dazu sagen. Aber auf jeden Fall, wer Ibanez-Fan ist und noch keine J-Custom angespielt hat, das ist auf jeden Fall mal ein ausprobieren wert. Ja, super. Okay, ja, hier. Neues Design. Wieder neu. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende, ja. Satriani natürlich nebenbei einer der größten Endorser in der Riege von Ibanez. Und der hatte sich eigentlich schon in den 80er Jahren mal in den Kopf gesetzt, er wollte unbedingt eine Gitarre haben, die verchromt ist. Er hatte ja auf dem Album Surfing with the Alien diesen Silver Surfer von Marvel drauf und fand das eigentlich ziemlich geil, wie das Teil aussieht. Und er ist ja selber ein Typ, der sehr auf so Chrom und auf schrille Farben steht. Weniger extravagant, wie Steve Weiss, sondern eher so in einem coolen Design. Ja. Und er hat Hoshino eigentlich wirklich Kopfschmerzen bereitet, weil Holz als Grundlage für so einen Verchromungsprozess ist unglaublich schwierig, weil Holz natürlich arbeitet und dann irgendwann dieses Chrom sich da halt einfach aufspringt und nicht mehr hübsch aussieht. Was allerdings dann 98 der Fall war, Ibanez hat Lutide oder Luthite, diesen Kunststoff, eingeführt. Und das ist natürlich ein Stoff, der zwar gut resoniert, aber der nicht mehr arbeitet. Ja? Also wo sich nicht wie Holz dann noch irgendwelche Zellen verändern, sondern der ist einfach fest. Und da ist dann die Idee wieder in den Köpfen gereift, dass man sagen konnte, okay, diese Verchromungsgeschichte, die macht man jetzt einfach auf den Luthite Body und kann damit einfach ein Serienmodell produzieren. Das heißt, die ist aus Luthite, Genau, aus Lutide. Die ist nicht aus Holz? Die ist nicht aus Holz. Das wusste ich gar nicht. Ja, nein, die ist aus Kunststoff, genau. Also witzigerweise, es gab diese Gitarre... Aber die klingt Hammer. Die klingt Hammer, genau. Ich habe die mal gespielt, die klingt richtig fett und resonant, da hättest du mich verarschen können. Ohne Scheiß. Ja, sehr cool. Also es gibt eine Handvoll Modelle, die heißen JS2, die sind tatsächlich aus Holz. Davon hat Joe selber ein, zwei Stück und ein, zwei sind in irgendwelche Sammlerhände gekommen. Ja. Aber denen sieht man das auch wirklich an, weil dann dieses Holz arbeitet und einfach das Finish irgendwann ein bisschen crackt. Es leidet einfach. Genau, und ist ein bisschen schade, aber das war dann wirklich so das erste Serienmodell, wo man gesagt hat, jetzt können die ganzen Fans von Satriani ihren eigenen Chromeboy sich nach Hause holen und war ein großer Erfolg. Also das war das JS Signature Model Chromeboy im Jahr 98. Tolles Teil. Wahnsinn. Ja, wir sind beim 90. Geburtstag. Ich meine, unfassbar. Wir haben 1998 und reden vom 90. Geburtstag. Das heißt, 1908 ging es los. Auf jeden Fall. Ja. Noch nicht mit Gitarren, sondern eher noch als Buchladen und mit kleineren Accessoires und anderen Musikinstrumenten. Aber natürlich, Hoshino als japanische Firma ist man der Tradition sehr verbunden und pflegt das auch. Genau. Und hat sich gedacht, ja, wir beschenken nicht uns, sondern wir beschenken unsere Artists. Und dann hat man einfach zum Jubiläum, anlässlich des 90. Jubiläums, diese Anniversary-Modelle aufgelegt. Und zwar für Steve Vai, für Satriani, für Petrucci und auch für Paul Gilbert.
Und da hat man auch ein paar abgespacede Sachen gemacht. Also für Vai haben wir ein Relief-Finish auf der Gitarre. Für Petrucci gab es einfach mal eine andere Lackierung von seiner klassischen Gitarre. Für Satriani gibt es eine Flip-Flop-Lackierung, was ja gar nicht so einfach zu realisieren ist im Gitarrensektor. Flip-Flop heißt, man sieht je nach Winkel sieht man zwei Farben. Ne? Die ist blau, blau-grün, ja. Orange, manchmal lila, also sehr, sehr abgefahren. Wirklich ein geiles Bühneninstrument. Und für Gilbert natürlich mal eine richtig, richtig hübsche Interpretation seines PGM-Modells mit den aufgemalten F-Löchern, mit einem sehr, sehr schicken Binding. Ein absolut edles Instrument, klingt sehr, sehr toll. Absolut was für den Ibanez-Fan. War ja auch ein Grund zu feiern, ne? Definitiv. Und ja, ganz genau. Gut, jetzt gehen wir hier rüber zu Andy. Und zu Gary. Genau. 99 ist eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen, denn Ibanez hatte viele Signature-Artists, wir haben es ja vorhin schon gesehen, George Benson, wir hatten Lukather, wir hatten viele, viele Leute, aber es gab einfach keine Bassisten. Und so kurz vor dem Millennium hat es dann den Jungs Papuccino. Wir haben drüben Sting gesehen. Sting war aber nie ein offizieller Endorser. Der hat der hat die Instrumente zwar gespielt, aber wurde nicht endorsed und hat auch kein Signature-Instrument gehabt. Und so kurz vor der Jahrtausendwende hat es dann den Jungs in Japanern so langsam gedämmert. Hey, wir haben eigentlich noch viele coole Künstler, die man auch featuren kann. Einen davon haben wir hier auch zum Gitarrenfestival da, nämlich Gary Willis. Und 99 hat unter anderem er ein Signature-Instrument bekommen. Gary Willis, aber auch Verdian White von Earth, Wind and Fire hat auch eins bekommen. Und Doug Wimbish natürlich auch. Genau, Doug Wimbish, Living Color, ist klar. Genau. Gary Willis hat gespielt mit Scott Henderson, glaube ich. Ne? Genau. Also ein richtiger Jazzrocker. Genau, mittlerweile eher als Solo-Artist unterwegs. Witzigerweise, alle waren auf Soundgear-Basis. Also ich sag mal, die Grundform war eigentlich vorgegeben, aber es ist dann doch irgendwie was total Eigenständiges rausgekommen für die Bassistengemeinde. Also unterschiedlicher können die Instrumente nicht sein. Bei Willis haben wir hier so einen Daumenhalt. Ja, wo man einfach extrem cool Jazz drauf spielen kann. Für Doug Wimbish haben wir so einen richtigen Rockbass, klassisches Design. Und für Verdian White hat auch noch ein bisschen ein filigraneres Instrument. Okay. Dann natürlich hier Andy Timmons, ganz, ganz wichtiger Endorser. Wichtiger Endorser, auch einer meiner persönlichen Lieblingsgitarristen. Und 99 war das Jahr, wo sein Signature-Instrument das allererste Mal in Serie aufgelegt wurde. Aber nur in einer Kleinserie, und zwar 175 Stück, die gingen alle nach Japan. So ein paar Modelle sind auch nach Europa durchgesickert. Genau. Eine davon ist hier in der Sammlung, eine habe ich auch zu Hause stehen. Ein richtig geiles Teil, ist später zum Glück nochmal neu aufgelegt worden. Und also ein sehr, sehr tolles Instrument. Ist quasi so die Super-Strat oder die Ultra-Strat, die Ibanez anbieten kann, weil das ist einfach sowohl für den Traditionalisten als auch für den sehr modern orientierten Gitarristen die eierlegende Wollmilchsau, will ich mal sagen. Aber damit kann man alles spielen. Ja. Netter Typ ohne Ende. Ne? Also ich habe ihn auf der Messe, ich sag mal, nicht jetzt kennengelernt. Damals war ich auf der Messe und bin so rumgeschwänzelt um ihn herum und wollte wahrscheinlich ein Autogramm. Ich habe keine Ahnung. Habe ich da rumgedrückt und dann hat er immer so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da so ein kleiner Junge steht, der irgendwie da so rumdruckst, und dann wurde ihm das zu doof, hat er mir Kaugummi angeboten. Ohne Scheiß, aber voll herzlich. Ja, habe ich mir gedacht, was ein krasser Typ. Ja. In dem Moment war natürlich Eis gebrochen. Ich habe ein Autogramm bekommen, ich habe ihn gut in Erinnerung. Ja. Ich meine, und die Geschichte erzähle ich andauernd, weil es einfach so ein herzlicher Typ ist. Ja. Netter Typ, ist total unkompliziert. Wir hatten ihn auch selber hier schon auf dem Meinl-Gelände da. Also absolut, also zwar ein Star, aber jetzt kein abgehobener Star. Genau, vor allem steht auf dem Tourrider steht eine Flasche Rotwein und nicht Jim Beam. Genau. Das heißt auch viel. Ja, genau. Freakshow, ja, bei den Millennium Models. Ja, genau. Tolle Teile. Hoshino hat damals Gitarren gebaut und hat gesagt, für das Millennium wollen wir einfach was ganz Besonderes haben. Denn Hintergrund der Geschichte ist, es gab in Foren und in dieser ganzen Musikergemeinde hunderte Gerüchte, was denn für tolle Modelle rauskommen. Aber eigentlich hatten die Japaner überhaupt keine Ambition, ein besonderes Modell rauszubringen. Okay. Aber man hat dann irgendwann Wind davon bekommen, dass es da jetzt riesige Erwartungen gibt, und hat sich dann halt dazu durchgerungen, zu sagen, okay, wir legen irgendeine Sonderserie auf, und hat dann aber gesagt, dann muss es was ganz besonders Wildes sein. Ja. Und man hat dann die Signature-Instrumente so gebaut, wie man sie eigentlich nicht bauen würde. Beispielsweise das George Benson-Modell aus Massivholz. Ja, normalerweise wird das ja aus gesperrtem Holz gebaut, also hier ein ganz, ganz edles Design mit Elfenbein-Imitatknöpfen und auch mit dem Maskeraden-Inlay auf dem Schlagbrett, weil This Masquerade war ein sehr, sehr berühmter Song von George Benson in den 80ern, und da hat man einfach das Thema gewählt für die Gitarre. Tolles Teil. Die zweite erwähnenswerte Geschichte ist das Jam-Modell von Steve Vai, und zwar ist das die Vai DNA. Da hat man dem guten Mann einfach einen halben Liter Blut abgezwackt und hat dieses Blut dann in den Lack reingemischt. Das heißt, man muss es sich gerade nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Blut. Ja? Man hat Steve Vai Blut abgezwackt und hat das Blut verwendet, um
die Lackierung zu designen. Ja, wahrscheinlich gibt es einen besonders tollen Rotton, ich weiß auch nicht. Ja. Aber es gibt eine witzige Geschichte dazu. Vai selber fand die Idee auch total abgefahren und hat dann nur spaßhalber gesagt, wenn jetzt Blut in dem Lack der Gitarre drin ist, dann kann man ihn ja irgendwie in 50 Jahren nochmal klonen und vielleicht wird er dann von Steve Vai 2 die Musik mal im Radio gespielt, was ihm ja leider bisher verwehrt wurde. Ja. Genau, als letztes Modell gibt es dann... Oh, Entschuldigung. Wobei es ja nicht einfach war, das Blut nach Japan zu bekommen. Ne? Das ist richtig, Aufgrund der solchen Bestimmungen und sowas durfte das nicht offiziell eingeführt werden, das musste geschmuggelt werden, das ist kein Witz, gell? Das ist richtig. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben, aber irgendwie hat man das Blut scheinbar hingekriegt und ich weiß auch nicht, ob vielleicht noch irgendwo ein Reagenzglas mit Weihblut bei Hoshino lagert, man weiß es nicht. Was für eine spooky Geschichte, das ist unfassbar. Also man sagt ja, dass diese braunen Stellen des Bluts sind, nicht die roten, ne? Also Blut gerinnt ja anders, ne? hat da so eine andere Farbe auf dem Lack und verändert die Farbe so in so rostbraun, also bei manchen DNAs siehst du so rostbraune Flecken und da sagt man, das sei das Blut. Also da kann man dann später mal Jurassic Park mäßig so seinen eigenen Stil Klonier Wei. Ja, genau. Zellen. Eine Marktlücke irgendwie. Okay, hier. Das letzte Modell ist die JS, das ist ein Acrylmodell und hier ist die Besonderheit, dass man da einfach wirklich gesagt hat, wir machen keine halben Sachen, sondern wir wollen wirklich jedes Teil aus einem transparenten Stoff haben und da hat man einfach wirklich vom Poti-Knopf bis hin zur Isolationsschicht für die Kabel einfach alles custom anfertigen lassen, also wirklich einzeln anfertigen lassen für dieses Modell. Und hat eigentlich damit, denke ich mal, ein würdiges Millennium-Model für Joe Satriani und auch für Steve Vai und auch für George Benson hier zurechtgeschneidert. Ja. Der wichtige Vertreter für Siebenseiter-Sound ist natürlich auch Korn. Absolut. Ne? Ich meine, Vai hat ja die Band gehört im Radio und hat sich gedacht, was ist das für ein Sound? Die Gitarre kenne ich doch. Ja, ohne Mist. Und die haben ja damals mit einer weißen Universe aufgenommen. Ja, ne? ja. Und hat gedacht, ey, den Sound kenne ich. Die Jungs spielen meine Gitarre, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Ja, also sehr reduziert natürlich, viel Staccato und arg verzerrt. Aber wie du schon sagtest, man hatte zu der Zeit eigentlich noch eine Handvoll Siebenseiter-Gitarren, weil die nicht so en vogue waren. Und Korn haben die genutzt und damit den eigenen Stil geprägt. Ja. Und das hat natürlich Hoshino auch sehr gefallen, dass sie da Musiker zur Hand hatten, die selber Pioniere waren in einem musikalischen Genre und aufgrund dessen hat man ihnen dann auch ein eigenes Signature-Modell gewidmet. Sind bis heute auch noch dabei, die Jungs. Sind auch noch Endorser, bleiben bei Ibanez. Ne? Sind dabei, kurze Zeit. Ein Gitarrist ist mal ausgestiegen, der ist jetzt wieder an Bord. Zurück. Ja, klar. Nur wenn du das siehst, Rock am Ring haben sie gespielt. Und haben das ausgerockt, ohne Ende. Genau, mit K7. Mit K7, ja. Oder mit Apex. Ne? Apex, ganz auch genau. Große Nummer aktuell, genau. Ja. Okay, hier geht's weiter mit Paul Gilbert nochmal. Genau, und zwar 10-jähriges Paul Gilbert Jubiläum 2002 rausgekommen. Und zwar das ist eine Gitarre, die hat 25 Bünde. Ah, wir sind hier einen Bund drüber. Ist eine nette Geschichte, zeigt natürlich so ein bisschen vom Humor, den Paul Gilbert auch hat, dass er sagt, ich will einen mehr haben als alle anderen. Er hat ja auch so einen unglaublich großen kleinen Finger. Ne? Das ist mir schon tausendmal aufgefallen. Immer wenn er diese Licks zeigt, denke ich mir, der hat ein Fingerglied mehr. Spooky, ja, man muss sich das hier auf dem Festival echt mal anschauen. Also seine Gliedmaßen sind unglaublich. Das ist unfassbar. Ja, also, ja. Bob Wire habe ich noch nie gehört. Hast du nie gehört? Nein. Er hat gespielt mit Jerry Garcia bei The Grateful Dead und war Langzeit oder ein guter Endorser für Hoshino und hat sich auch geile Instrumente wirklich auf den Leib schneidern lassen. Das hier, was wir hier sehen, ist die Reissue der Cowboy Fancy. Und woher der Name kommt, nämlich Cowboy Fancy, ist, denke ich, leicht zu sehen. Absolut stylisches Teil mit tollen Einlagen am Body. Tree of Life Inlay, nettes Inlay am 22. Bund, was Ace sagt. Ein echter Hingucker. Wie gesagt, Ibanez hat die gebaut, weil es einfach viele Fans gab, die gesagt haben, wir kriegen die nirgendwo mehr gebraucht, wir wollen die unbedingt haben. Und hat viele Käufer gefunden, ein tolles Modell und hat auch eine total abgefahrene Schaltung. Also hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Schalter und 6 verschiedene Potis. Ich weiß nicht, ob man Ingenieur sein muss, um das zu verstehen, aber es ist auf jeden Fall ein Instrument, was wahrscheinlich super flexibel ist. Wahnsinn, okay. Weiter geht's mit Giga, super geiler Designer, sehr, 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 sehr bekannt. Lebt in der Schweiz, ne? Lebt in der Schweiz, genau. Abgefahrener Designer, natürlich bekannt für seine Alien-Designs. Ja, die Filme sind weltberühmt geworden. Mit Malt auch perfekte Bilder, super Skizzen, Hammertyp. Ja. Super Skizzen, genau. Und Grundlage von so einer Skizze finden wir jetzt hier letztlich eingelassen im Korpus. Ich glaube, das ist geätzt worden. Das ist ein tolles Finish. Die Gitarre ist höllisch schwer, aber ist natürlich auch ein echter Hingucker. Und das war ein Messedisplay im Jahr 2006. Ging auch so nicht in Serie. Die ging in sehr, sehr kleiner Stückzahl, aber ist wahrscheinlich nicht so das bühnentauglichste Instrument, es sei denn, man hat einen ganz besonders gut trainierten Rücken. Was braucht man unbedingt in der Gitarre? Tonabnehmer. Licht. Licht wäre nicht schlecht. Licht. Komm, wir machen mal das Licht an. Tada. Tada, genau. Sieht man's? Ich glaube, so ein bisschen kann man es sehen. Genau, jetzt sieht man, dass im Prinzip die Schlieren auf unterschiedlichen Ebenen laufen. Ne? Genau, ja. Und auch mit
Fluoreszieren, kann man fast sagen. Ne? Oder, absolut, oder, ja, Neon, ja. Neonfarben, ja, Neon, möglich, ja. Genau. Ja, sehr, sehr schön, wie sich es widerspiegelt. Ein abgefahrenes DeFi-Modell. Das ist das Modell zum 20-jährigen Jubiläum der Jam. Und da hat er sich natürlich wieder mal was ganz Besonderes einfallen lassen, hat einfach einen Teil gebaut. Es hört nicht auf. Immer wieder Dinge, wo man sagt, abgespielt. Ich wäre nie drauf gekommen. Also ja. Mir geht es echt so. Da denke ich, okay, Plexiglas gab es schon, aber nein, wir machen Plexiglas mit diesen Schlieren. Die erinnern mich ein bisschen so an diese Klicker, ne? An die Mummeln. Ja, genau. Ja, ja, die ja, Schlieren, ja. Ganz genau. Und dann, natürlich LED und nein, nein, es muss so sein. Wahnsinn. Okay, super Kollege von Steve ist natürlich Joe immer noch. Definitiv der Joe Satriani. Hat ihm ja Unterricht gegeben, ne? Wissen ja keine. Ne? Also Steve Feier hatte bei Satriani ganz, ganz früh ja. Unterricht, wahrscheinlich ein paar Stunden, ja. Aber das ist der Knaller. Hier, die Gitarre ist auf dem Plattencover von der Flying in the Blue Dream auf der Rückseite. Das ist richtig, genau. Wie sie ist, ja. Das ist die Black Dog und ja. das ist eine Reissue, die 2008 aufgelegt wurde. Und zwar hat sich da ein japanischer Künstler hingesetzt, hat das Original von Joe genommen und hat einfach diese ganzen Scribbles, diese Skizzen, die hier drauf sind, 1:1 kopiert. Mit so einem Silber-Edding. Ja. Das ist dann tatsächlich überlackiert worden und ja, also Einzelstück war das ursprünglich mal. Jetzt gibt es in ganz, ganz kleiner Auflage oder gab es in kleiner Auflage. Tolles Teil. Okay. Sehenswert. Genau. Nächste haben wir die Silver Surfer. Ja, vom Silver Surfer haben wir ja schon gesprochen. Ja. Der war auf dem Album Surfing with the Alien. Und dann hat man ihm natürlich auch zum 20. Jubiläum dieser Platte eine Gitarre auf den Leib geschneidert. Und das hier ist ein richtiges Relief. Ja? Also richtig coole Geschichte mit dem Silver Surfer. Da gab es langes Hickhack mit Marvel. Die wollten nicht so richtig rausrücken damit. Ja? Die wollten ihre Superheldenfigur nicht auf der Gitarre haben. Aber irgendwie hat Hoshino dann sie doch noch überzeugen können, dass sie sie auf der Gitarre drauf machen durften. Ja, ist ja im Grunde auch eine Ehre. Also ist okay, finde ich. Kann man ruhig machen. Auf jeden Fall, ja. Ganz genau. Darkstone? Ja, Darkstone. Eine neue Gitarrenserie, die Ibanez gleich mal mit einem Knall eingeführt hat. Und zwar als Messemodell 2009. Wir haben hier so richtig tolle Metallornamente drauf. Ja, nette Edelstein-Inlays oder Edelstein-Einlagen in den Putti-Knöpfen. Der Hals hat tolle Einlagen in so einem Schachbrett-Design. Das war ein echter Hingucker 2009. Da hat man echt die Darkstone-Serie mal sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Okay. Und nach der Iceman kommt natürlich die Fireman. Ja. Paul, sieht verdreht aus, absolut. Sieht verdreht aus, ja, genau, weil Paul Gilbert natürlich wahrscheinlich zu Hause Langeweile hat und einfach mal im Photoshop rumgespielt hat mit der Iceman-Form und sie rumgedreht hat und dann festgestellt hat, hey, Iceman umgedreht, sieht auch unglaublich cool aus und ist mit der Idee zu Hoshino gegangen und natürlich, wie soll das anders sein? Hoshino hat gesagt, bauen wir dir. Genau, hat einen übelst fetten Hals. Ich hab mal drum gegriffen. Super. Nicht mehr normal. Super fett. Also das ist müssen wir Paul Gilbert eigentlich selber mal fragen, wie es kommt, dass er früher so diese extra dünnen Wizard Necks gespielt hat und jetzt hier so einen halben Baseballschläger auf die Bühne mitnimmt. Aber er spielt es nach wie vor und ist damit glücklich. Wahrscheinlich ist das so die Evolution des Musikers. Ganz genau. Tone. Tone. It's all about tone. Okay. Dann haben wir richtige Doppelneck. Ist auch sehr selten, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Xyphos Model. Das war auch zur Messe ist die aufgelegt worden 2010, wo man einfach die neu eingeführte Form noch mal ein bisschen variieren wollte. Jetzt hier als 7- und 6-Seiter ist, denke ich, ja, eher ein Nischenmodell, aber auf jeden Fall ein Hingucker und runde das Portfolio ab. Von den 7 und 6, nicht 6 und 12. Wahrscheinlich für die bösen Jungs. Ganz genau. Zum Abschluss der Ausstellung, ich meine, es war der Hammer. Ja, ich meine, ich hab so eine Masse von Ibanez-Gitarren noch nie auf einem Haufen gesehen. Vor allen Dingen auch praktisch historisch geordnet. Das hast du echt super geil hingezaubert, ohne Scheiß. Also Dankeschön. Kompliment, super geil. Deswegen zum Abschluss, eins der geilsten Modelle überhaupt, die Evo von CFI. Und zwar in der Form, wie sie auch existiert. Ne? In der Form, wie sie existiert, eine exakte Replika, eine von 100, die wir uns natürlich auch hier gesichert haben und die wir hier ausstellen. Zu der Gitarre kann man 100 Geschichten erzählen, man kann aber auch kein einziges Wort verlieren, weil ich denke, durch Steve Vais Musik ist einfach alles gesagt. Also das ist eine der Gitarren, die seinen Sound prägen, ist eine der Gitarren, die er immer einsetzt. Und ja, es gab viele Vai-Fans, die gesagt haben, das ist es. Das genau, ist es. Die soll ja in der Mitte so durchgebrochen sein, dass sie fast nicht mehr zu fixen ist, dass sie auch nicht mehr ganz stimmstabil ist, weil die Brüche so schlecht zu kitten sind. Wahnsinn, halt völliges Road-Modell. Definitiv. Ja. Ich glaube, Vai nimmt sie selber gar nicht mehr mit auf Tour, sondern hat jetzt selber so eine Replika-Evo unterwegs. Und ja, wahrscheinlich war er auch der treibende Keil, der gesagt hat, Freunde, jetzt, ich will dieses Teil haben und leg die doch mal auf. Er hat sie alle signiert, auf der Rückseite sieht man es. Ja. Eine von 100 steht da drauf und noch eine nette Unterschrift vom Steve Vai. Heißes Teil, eine der schönsten Ibanez-Gitarren überhaupt. Wahnsinn. Es ist nicht zu fassen, wir haben es geschafft, wir sind durch. Es ist unfassbar, du hast echt einen Haufen Gitarren ausgekramt, echt Knaller. Also wirklich nochmal, ich habe es auch schon gesagt, super krasses Kompliment, echt der Hammer. Ja. Also es hat mir so auch noch niemand so wirklich super geil erklärt, von vorne bis hinten. Also vor allen Dingen, wann es auch losging und so weiter, die ganze Vintage-Area, dann diese ganze
Innovationsflut. Man hört nicht auf, nachzudenken, was man neu machen kann. Definitiv. Also es hat mich auch sehr gefreut, dass ich es euch zeigen konnte. Ja. Noch anzumerken ist vielleicht, was der Manuel vorhin schon erwähnt hat, die Ausstellung, die ist jetzt nicht exklusiv fürs Guitar-Festival, sondern wir werden die so, wie die ist, im Nachgang noch unsere zur Mehrzweckhalle räumen. Ja. Und da kann man sie sich dann einfach nochmal in Ruhe anschauen. Händler, Kunden, wer vorbeikommen will, einfach zu uns in den Showroom kommen und genießen die Ibanez Historie. Alles klar, super. Okay, dann sage ich tschüss, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, Olli. Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Ne? Sag tschüss. Ciao.